Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. So, es ist jetzt schon wieder ein Monat her seit dem letzten Video und ich würde sagen, bevor wir mit der Folge Neuzugänge anfangen, bringe ich euch informationstechnisch einfach mal auf den neuesten Stand. Was gibt es für Neuigkeiten? Zum einen, die Matte für 2019 wurde bereits designt und in Auftrag gegeben. Das Design findet ihr auf der House of Cards Infoseite, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Vorbestellungen können aufgegeben werden. Das wird allerdings dann in dem Beitrag stehen, das könnt ihr euch dann durchlesen. Zum wesentlich interessanteren Thema, was habt ihr jetzt in nächster Zeit zu erwarten? Es ist ja ein bisschen still um mich geworden, das liegt halt an dem aktuellen Sparkurs, den ich fahre, da ich ja bis Ende 2020 oder spätestens Mitte 2021 alles abbezahlt haben möchte, dass ich mit Goodyear in eine permanente Geschäftsbeziehung starten kann und wir da wieder viele, viele krasse Videos haben. Allerdings habe ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass mir die Überstunden ausgezahlt worden sind und einiger glücklicher Zufälle wieder einiges an Stuff besorgt. Dazu zählen zwei Sammlungen im Wert von insgesamt 3.800 Euro. Eigentlich ist es sogar mehr wert, irgendwas mit 5.000, aber bei einer habe ich halt mega plus gemacht. Dann das, was ich euch jetzt zeige, ihr wisst, seht es ja schon im Titel. Es geht um Tournament Pack Cummins hauptsächlich und natürlich noch ein bisschen anderen Stuff. Und dann kommt noch eine weitere Folge Neuzugänge sowie eine Preiskartenfolge. Ja, wir dürfen uns auf einiges freuen. Eigentlich gibt es zwei Preiskartenfolgen bzw. eine Sonderkartenfolge. Dazu sage ich dann aber was, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall in nächster Zeit, Ende des Monats, Anfang bis Mitte August wird sehr, sehr viel noch kommen, bevor es dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich hoffe, ihr versteht das und im August ist auch nochmal der Flohmarkt. Vielleicht finde ich da nochmal was Krasses. Dann nehme ich auch nochmal 250 Euro vom Sparbuch in die Hand und dann kriegen wir die Kiste schon geschaukelt. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der Folge Neuzugänge. Ich quatsche auch schon fast 2 Minuten. Es geht im Prinzip um Tournament Pack Cummins, Tournament Pack 2 Cummins, die ich jetzt vom lieben Erik habe. Erik Hübner, mein ehemalig permanenter Händler, bei dem ich jetzt eher nur noch sporadisch kaufe, was eben jetzt mit Goodyear zu tun hat, das hat alles nichts mit ihm zu tun, ist ein klasse Typ. Und ich habe noch ein paar andere Karten von ihm besorgt, einfach weil ich nicht nur Cummins zeigen wollte. Aber die Cummins haben es in sich, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Gut, fangen wir aber mit den Holos an. Ich habe mir besorgt einen Dandelion aus dem Astral Pack 4 in Ultimate. Interessanterweise mein erstes Exemplar. Ich hatte den davor gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt in dieser Rarität existiert. Auch mal interessant, ne? Da merkt man halt wieder, dass ich manchmal doch schon ziemliche Bildungslücken aufweise. Dann haben wir ein White Hole aus dem Tournament Pack 1. Und das dürfte jetzt, glaube ich, unsere 5. sein. Wir alle kennen sie jetzt mittlerweile zu Genüge aus der Legendary Collection Kaiba, wo sie jetzt weiße Fallgrube heißt, schwachsinnigerweise. Ja, aber ich finde halt, der Tournament Pack Print hat einfach mehr Stil, auch wenn sie in Secret natürlich auch was hat. Dann, sehr schön, übrigens unser erstes Exemplar in dieser Rarität, ein Rare Gate Guardian aus DLG 1. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Wert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er zumindest ein paar Euro geht, weil es ist eine extreme alte Retro-Karte, das ist möglicherweise auch ein Sammlerstück, ne? Und ja, ich persönlich find halt geil, dass ich den jetzt endlich mal hier habe. Also mir gefällt er sehr gut und es freut mich, dass ich ihn in der Sammlung begrüßen darf. Dann haben wir den schwarzen Wirbelwind und zwar zweimal aus dem Turbopack 1. Die war ja sogar als Cummin relativ teuer, weil die irgendwie gut spielbar war in Schwarzflügel. Ich glaube damals, als ich nachgesehen habe, ging die Entschuldigung, ungefähr 1 Euro oder so. Ich weiß es nicht, wie viel das im Turbopack geht, aber wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Dann haben wir noch eine ja, eher weniger brisante Karte aus dem Turbo Pack 3, heimtückische Fallgrube haben wir noch mitgenommen und aus dem Retro Pack 1 die Katapultschildkröte. So viel zu den Holos, es gibt natürlich auch noch einen Holo-Bonus, den gucken wir aber wie immer am Ende an. Jetzt kommen wir zu den Tournament Pack Karten. Die Sendung hat einige 100 Euro gekostet und ihr werdet auch gleich sehen warum. Zum einen haben wir hier den Parrot Dragon, das ist wohl, glaube ich, die teuerste Cummin aus dem Set mit 100 Euro Wert in etwa. Ja, gab ja auch den Reprint in der Legendary Collection Kaiban Ultra Rare. Ich persönlich hätte gedacht, dass der Preis also zumindest um 30 bis 40 Euro einbricht bei der Tournament Pack Karte, ist aber bis jetzt nicht der Fall gewesen, bin ich schon stark verwundert. Als nächstes kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskarte aus diesem Set. Das ist Queen of Autumn Leaves. Die hatte ich bisher nur einmal in der Sammlung vom lieben Michael. Jetzt haben wir sie insgesamt, ich glaube, 6 Mal müsste sie dabei sein. Der Wert beträgt hier, glaube ich, 10 Euro mittlerweile. Damals war sie ungefähr 50 wert, weil es halt nur einen Anbieter gab. Genau.
Also auf jeden Fall, also ich finde diese Karte ist einfach unglaublich schön designt. Ja. Natürlich auch ein bisschen creepy, dass hier so eine Holzhand quasi hervorschaut. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zu dem Mädchen hier gehört. Aber es ist auf jeden Fall in einem wunderschönen Rotton gehalten, wunderschöne Rot- und Brauntöne. Und auch das Design ist einfach krass. Na, die könnte eigentlich, man könnte die nehmen und bei Herr der Ringe mitspielen lassen sozusagen. Dann haben wir eine Maiden of the Moonlight. Die ging auch ein paar Euro. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ich glaube, die hat auch nirgendwo anders einen Print. Die müsste hier zweimal dabei gewesen sein. Dann natürlich Garuses. Den kennen wir schon in Super Rare aus WP11. Haben wir auch mal vom Erik gekauft. Den haben wir jetzt hier als Playset mit dabei. Was der geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt in dem Set gab. Habe ich jetzt mehr so durch Zufall über Erik halt herausgefunden. Dann Crawling Dragon 2. Auch eine schöne Karte, geht auch ein paar Euro. Es ist natürlich so, dass es kaum eine Karte aus dem Set gibt, die weniger als 5 Euro geht. Es gibt ein paar, die gehen, glaube ich, 2, 3 Euro, aber die meisten befinden sich so im 5 bis 10 Euro Bereich, was natürlich für Commons, die vor allen Dingen nicht spielbar sind, absolut horrende Preise sind. Aber es ist halt einfach ein sehr, sehr seltenes Pack gewesen. Und auch die Karte hier, Sky Dragon, die kannte ich vorher auch überhaupt nicht. A Flying Dragon with 4 Wings, using some very dangerous blades. Ja, cooler Text, coole Karte, natürlich wieder sehr einfach designt und auch die war hier als Playset dabei, sind meine ersten drei, genauso wie der Crawling Dragon. Genau, dann haben wir auch eine Rare mit dabei gehabt, die ging glaube ich irgendwas mit 7 Euro, das ist Soul of the Pure. Der Effekt ist, dass man halt seine Lebenspunkte um 800 erhöhen kann, das waren damals relativ beliebte Effekte offensichtlich. Hier steht auch noch Magic Card und nicht Spell Card. Coole Sache hier auch als Playset dabei. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Karten, die sind vielleicht etwas weniger brisant, gehen zwar auch 1-2 Euro, weil sie halt auch in anderen Sets erschienen sind. Hier haben wir zum Beispiel den Water Magician, der ist glaube ich auch im McDonald's Pack rausgekommen. Dasselbe gilt halt hier für den Birth of Fate, den wir hier auch zweimal haben. Ich glaube, ich habe sogar nachgesehen, 2,50 oder 3,50 ging der aus dem Set. Ich glaube, der war auch im McDonald's Pack ansonsten mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. So, das war der Teil, den ich mir hier gekauft habe. Er wird, also Erik hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich nicht komplett verhört habe, wird er sich nochmal Tournament Pack 2 Stuff ranholen. Da werde ich mir natürlich auch nochmal gütlich tun, weil Tournament Pack 2 Stuff herzubekommen ist halt einfach extrem schwierig, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Market ist. So, den hat halt wirklich fast keiner mehr. Und ich habe einen ziemlich großzügigen Bonus bekommen. Ich habe halt schon nachgeguckt, bevor ich hier quasi das Video gemacht habe, dementsprechend weiß ich schon, was drin ist. Meine Überraschung war groß, dass es erstens so viel ist, alles im Top-Zustand. Und ja, er hat mich mal wieder mit ein paar Hobby-Liga-Karten versorgt. Das ist so die Standard-Rarity fast schon, die ich immer bekomme. Mega nice, auf jeden Fall hier ist Beard Dragon. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch als Bonus und in Sammlungen. Ist eine schöne Karte. Dann hier zum ersten Mal zu sehen, der rote Apparat. Hier oben ist ein bisschen die Schrift kaputt, aber sonst ist die Karte top. Die anderen sowieso. Auch hier wieder in diesem Ultra Parallel Rare. Der grüne Apparat dreimal, nee, zweimal sogar nur. Der gelbe fehlt komplett. ist aber auch relativ nice. Dann haben wir The Six Samurai Sanji. Sanji, keine Ahnung. Wusste ich gar nicht, dass es Six Samurai Karten als Hobbyliga Karten gibt. Ich glaube, die war sogar viermal dabei, am häufigsten von allen. Genau. Dann Exiled Force, also Truppen im Exil, die kennen wir schon, die haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, hier zweimal. Ich glaube, ist das die einzige Holo-Variante von der Karte? Ich glaube schon, ne? Und die kennen wir natürlich auch schon, die Giant Red, die ist altbekannt, die müssten wir jetzt auch bald schon 10-mal haben oder so in der Rarity oder zumindest 5- oder 6-mal, also Minimum. Und dementsprechend bedanke ich mich bei dir, lieber Erik, für diesen großzügigen Bonus. Richtig nett von dir. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Bezüglich der Sammlungen, die bald kommen. Also die eine müsste möglicherweise heute losgeschickt werden oder morgen. Die kommt aber aus Italien. Die wird wohl 3-4 Tage brauchen, bis sie hier ist. Das wird eine richtig krasse Sammlung. Das ist auch die teurere von den beiden. Und bezüglich der Sammlungen müsstet ihr mir bloß sagen, wie wollt ihr es denn haben? Soll ich die Sammlungen ab jetzt öffnen, wie ich es immer schon gemacht habe, vorsortiert? Oder wollt ihr es so, wie es halt jeder macht, dass ich die Sammlung hier direkt aufmache? Also für mich persönlich, mir ist es Wurst. Ich habe prinzipiell kaum Überraschungseffekt für mich selber dabei, weil ich weiß, was drin ist. Ich habe Bilder gesehen, zumindest den Hauptteil. Und dementsprechend wage ich es zu bezweifeln, dass da großartig viel Überraschungspotenzial für mich
drin ist. Ihr könnt ja mal entscheiden, wie ihr das Ganze sehen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, was wohl Ende Juni der Fall sein wird. Also nächste, übernächste Woche sowas. Und ja, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.